Denn es gehört zur Unvernunft und zur Schwachsinnigkeit, dass man etwas, das ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Etwas, was ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Denn in Wirklichkeit nützt dir dieses Geschöpf nichts. Weder kann es dir etwas erschaffen, noch kann es etwas wieder in einen Zustand versetzen, in dem es einmal war, noch kann es dir irgendwie die Frist verlängern. Und es gehört auch zur Schwachsinnigkeit, und das ist das Gegenteil von der Vernunft, also die Unvernunft, zur Schwachsinnigkeit, auf Arabisch As-Safah, dass man zum Beispiel einen Menschen, der schon zu Staub geworden ist, anbetet oder dass man ihn um etwas bittet. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, hat das zusammengefasst. Er hat gesagt, was Ibadah bedeutet in seiner Definition, ist eine allgemeine schöne Definition. Er hat gesagt, Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt, womit er zufrieden ist, an äußerlichen und innerlichen Taten und Aussagen. Oder Aussagen und Taten. Also nochmal ein Wort. Ibadah ist ein Wort, das alles umfasst, was Allah liebt und womit er zufrieden ist. An äußerlichen und innerlichen Aussagen und Taten. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel As-Salah. As-Salah, das rituelle Gebet. Das Verrichten dieses Salah ist eine Ibadah. Ist eine Ibadah. Das heißt, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala, dass man sich erniedrigt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenso ist das Gebet gleichzeitig das Mittel, durch das wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Also eine Art Wasila, eine Art, sagt man, etwas, was wir benutzen, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, in Surat al-Isra, auf der Seite 284, er sagte, La taj'al ma'allahi ilahan akhar, fataq'uda madhmuman makhzula. Das ist im Vers 22. Setze neben Allah keinen anderen Gott, sonst wirst du gescholten und im Stich gelassen dasitzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich hier als den Herrn der Welten bezeichnet. Und das ist eine Begründung dafür, warum ihm allein das Lob gebührt und warum ihm allein die Anbetung gebührt. Weil er eben der Herr der Welten ist. Und niemand anderes ist das. Und er ist also Al-Ilah, derjenige, der der Anbetung würdig ist, weil er der Herr der Welten ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, Ya ayyuhan nas, o ihr Menschen, u'budu rabbakum, dient eurem Herrn, alladhi khalaqakum, derjenige, der euch erschaffen hat, walladhina min qablikum, und diejenigen, die vor euch waren. Also ist die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, die Begründung, dass wir auch nur ihm allein subhanahu wa ta'ala dienen dürfen und müssen, weil er es angeordnet hat. Also Allah subhanahu wa ta'ala selbst sagt uns, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Wenn jemand fragt, warum soll ich Allah anbeten und ihm die Gottesdienste verrichten, dann sagen wir, weil er derjenige ist, der uns erschaffen hat. Dann sagt er, geht es weiter, denn es gehört zur Unvernunft und zur Schwachsinnigkeit, dass man etwas, das ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Etwas, was ein Ende hat und erschaffen worden ist, anbetet. Denn in Wirklichkeit nützt dir dieses Geschöpf nichts. Weder kann es dir etwas erschaffen, noch kann es etwas wieder in einen Zustand versetzen, in dem es einmal war, noch kann es dir irgendwie die Frist verlängern. Und es gehört auch zur Schwachsinnigkeit, und das ist das Gegenteil von der Vernunft, also die Unvernunft, zur Schwachsinnigkeit, auf Arabisch As-Safah, dass man zum Beispiel einen Menschen, der schon zu Staub geworden ist, anbetet oder dass man ihn um etwas bittet. Denn er ist in Wirklichkeit derjenige, der dich braucht und du brauchst ihn überhaupt nicht. Er braucht dich, dass du für ihn betest und nicht umgekehrt. Er kann dich nicht einmal selbst helfen und kann dich nicht einmal selbst Schaden zuführen. Und wie kann er das dann eben jemand anders tun? Also wenn er es nicht mal sich selbst tun kann, dann kann er niemand anderen Schaden zufügen oder nutzen. Diese Art von Tawhid ist diejenige Art, die meisten der Geschöpfe verleugnet haben. Das heißt, die meisten Geschöpfe waren ungläubig gegenüber dieser Form des Tawhid. Wie gesagt, der Tawhid al-Uluhiyya, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der Anbetung würdig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Das heißt, wir haben vor dir
niemals einen Gesandten entsandt, dem wir nicht eingegeben haben, dass es keinen Gott gibt, außer mir, so dient mir. Also es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist, außer Allah subhanahu wa ta'ala, so dient mir. Allah sagt das in Surah Al-Anbiya im Vers 25, auf der Seite 324. Und trotzdem, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala jedes Mal, wenn er einen Gesandten entsandt hat, und er hat in jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt, trotzdem war die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. War die Anhängerschaft der Propheten immer wenig. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam Einblick verschafft in bestimmte Dinge, die am Tag der Auferstehung geschehen werden. Unter anderem sagte der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wa sallam ein Hadith, der von Ibn Abbas überliefert worden ist. Und dieser Hadith befindet sich bei Al-Bukhari und bei Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt: فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّحَد. Das heißt, also er spricht über den Tag der Auferstehung, dann sah ich unter anderem einen Propheten, der mit einer kleinen Gruppe von Nachfolgern war. Ar-Rahd auf Arabisch bedeutet zwischen 3 bis 10 oder zwischen 7 und 10 Leuten. Das heißt, er wurde zu einem Volk entsandt und die einzigen Leute von dem ganzen Volk, die ihm gefolgt sind und an ihn geglaubt haben, waren gerade mal irgendeine Zahl zwischen 3 und 10. Mehr nicht. وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Und ich sah auch einen Propheten, mit dem niemand war, außer einem einzigen Menschen oder 2 Menschen. Und er sagte: وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Und ich sah auch einen Propheten, der überhaupt keine Nachfolger hatte, der niemanden hatte, der ihm gefolgt ist. Und das ist auch nicht zu verwundern, denn es ist uns überliefert worden, dass die Kinder Israels es geschafft haben, in irgendeiner Zeit zwischen Musa und Isa, والسلام, an einem Tag 70 Propheten umzubringen. Und nach jedem Propheten, die sie umgebracht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala einen neuen erweckt. Denn das war ja, Allah sagt ja im Koran, dass er die Kinder Israels auserwählt hat, von allen Völkern. Und dadurch, indem das immer ein Prophet bei ihnen gewesen wird, das war die Auswahl. Und dass er sie begünstigt hat durch gewaltige Gnaden. Und deswegen, jedes Mal, wenn einer erweckt worden ist, haben sie ihn umgebracht und hat Allah gleich einen neuen erweckt. Und das war und der letzte der Gesandten war dann eben Isa von den Kindern Israels. Sallallahu alaihi wa sallam. Und am Ende des Tages, am Nachmittag, sind sie auf ihren Märkten herumgelaufen, als wäre nichts geschehen an diesem Tag. Das auch überliefert. Und deswegen ist es kein Wunder, dass ein paar von diesen 70 mit Sicherheit niemanden als Nachfolger gehabt haben oder nur wenige, Allahu ta'ala. Auf jeden Fall hatten sie keine große Nachfolgerschaft. Und der Gelehrte sagt hier in der Erklärung, dass es seltsam ist, dass die meisten Leute heutzutage, die im Kapitel über Aqidah tätig sind, das heißt, ich meine jetzt Schriften verfassen, dass sie sich konzentrieren auf die erste Form, die wir erwähnt haben, Tawhid al-Rububiyyah, das heißt die Einzigartigkeit der Herrschaft von Allah subhanahu wa ta'ala, als würden sie mit Leuten reden, die die Existenz von Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Aber die meisten Menschen auf dieser Welt leugnen die Existenz von Allah nicht, sondern die meisten dienen ihm nicht oder sie gesellen ihm andere bei. Das sind die meisten. Oder sie schreiben Allah subhanahu wa ta'ala Sachen zu, die Allah nicht gebühren. Und das ist seltsam, denn die wenigsten Menschen auf dieser Welt, auch wenn es einen Anschein hat, aber die wenigsten Menschen auf dieser Welt leugnen überhaupt einen Schöpfer, sondern die meisten glauben an Allah subhanahu wa ta'ala als den Schöpfer. Egal wie sie ihn jetzt nennen, aber sie glauben an ihn. Und deswegen ist diese Form des Tawhid diejenige, auf die man am meisten sich konzentrieren muss, weil hier am meisten gegen Allah subhanahu wa ta'ala gehandelt wird. Und dieser Teil wird am wenigsten eingehalten.